Jeannot Peters, der Daddy, ist auch dabei, ein großer Name im Autocross. Wir haben da schon oft drüber gesprochen, Jeannot. Ja, es war ein paar Jahre ein bisschen ruhig geworden in Sachen Spezialcross und Jeannot Peters. Jetzt ist die nächste Generation am Start. Sag was, wie fühlst du dich? Bist du nervös? Geht dir das vorbei oder wie ist es jetzt? Bist du nur noch Teamchef, Schrauber? Nee, nervös bin ich nicht, das auf keinen Fall. Ja gut, die Jahre, wo wir jetzt nicht dabei waren, so lange waren wir im Motocross-Rennen unterwegs, hat mein Sohn Motocross gemacht und jetzt vor 4 Jahren ist er dann umgestiegen auf Autocross. Ist nicht so, dass wir da komplett irgendwie verschwunden waren, ne, halt eben auf dem Motocross tätig waren. Okay, also das heißt, die ganz große Showbühne, die nenne ich jetzt einfach mal Autocross-Europameisterschaft, da hat man jetzt eine lange Zeit nichts gehört, aber ihr fangt wieder an. Ihr habt ein Auto, was schon auffällt, was also so ein bisschen an alte Franzosenzeiten erinnert. Ist das komplett was Eigenes, was ihr gebaut habt? Ja, das ist eine komplette Eigenentwicklung. Mit dem Kollegen zusammen haben wir das aufgebaut, der schon damals bei mir, als ich noch die EM gefahren bin, zusammen immer waren und zusammen aufgebaut haben und versuchen, ja, sein Auto irgendwie hinzubekommen, was irgendwann einmal auch vielleicht auf der Europameisterschaft mitfahren kann. Darum brauchen wir noch ein bisschen Zeit dafür, für das Ganze auszureifen, testen und probieren und mal sehen, wie es weitergeht. Du hast ja nun schon viele Erfahrungen gesammelt, gerade auf internationaler Bühne. Da warst du sehr erfolgreich. Ich wiederhole mich da gerne. Warum kauft ihr nicht von der Stange? Man kann so ein EM-taugliches Auto ja auch kaufen, sag ich mal. Es gibt in Holland, in Deutschland überall Möglichkeiten. Wird euch das nicht gerecht oder hast du zu viel eigene Ideen? Ja gut, erstens, wenn man irgendwie so ein Auto, wie du jetzt sagst, von der Stange kaufst, ja gut, dann hat man das von der Stange. Man kann keine eigene Entwicklungen irgendwie damit hineinpacken, eigene Überlegungen anstellen und die dann auch da irgendwie umsetzen können. Ne? Darum versuchen wir eben die Chassis selbst zu bauen und mal sehen, was daraus wird. Ne? Wobei ihr natürlich wisst, dass also der Leidensweg mitunter schon ein längerer sein kann, denn die Komponenten kann man dann ja auch nicht mehr im Regal kaufen, ne? Nee, die kannst du nicht mehr im Regal kaufen. Man muss dann schon alle einzelnen Teile irgendwie selber anfertigen und kaufen geht da nicht mehr. Ne? Mittelfristiges Ziel, Rückkehr von Jeannot Peters als Teamchef mit seinem Sohn Kevin in der Europameisterschaft? Fragezeichen? Ja, Fragezeichen. Weiß ich nicht, Teamchef. Ich bin halt der Schrauber, ich helfe ihm so gut wie ich kann, aber er muss das selber entscheiden, was er mal machen will und wie weit er irgendwie da gehen will. Auf keinen Fall will ich ihm da irgendwie was vorschreiben, das muss schon von ihm selber kommen. Also das, ich helfe ihm gerne dabei, wenn er weiterkommen will, aber selber muss er das schon entscheiden. Oh. Oh. Freut sich die Kerl. Okay, wir sind bei Kevin Peters. Kevin, viel geschraubt heute hier in Gründau, oder? Ja, schon viel geschraubt heute. Hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit den Reifen, hatten wir den Start verloren, war ich außen, ist einer gegen mich geflogen, bin ich in die Bande rein, hinter ein Achsrohr abgerissen alles. Aber haben wir jetzt repariert und sehen wir jetzt, wie es im Finale klappt. Genau, und du bist ja ein recht junger Mann noch, sag ich mal. Wir kennen uns ja auch aus diversen anderen Meisterschaften, als du noch eher so im Tourenwagensektor unterwegs warst und dir so die Sporen verdient hast. Warum Spezialcross? Ja, Spezialcross ist eigentlich der Reiz von jedem Fahrer. Ne? Das ist die Geschwindigkeit und einfach den Allradgetrieb, das ist einfach die Geschwindigkeit, wo wirklich super ist. Ne? Also das heißt, der Sprung jetzt vom Tourenwagen, vom Allrad-Seat hier in diesen Spezialcross ist enorm. Ist ein enormer Unterschied. Die Geschwindigkeit hat sich schon mal gesteigert. Vom Fahrerischen her finde ich, ist Driften ein bisschen einfacher, wegen dem wenigen Gewicht, aber die Geschwindigkeit hat sich stark erhöht. Ja. Du trägst ja einen großen Namen im Autocross-Sport, Jeannot Peters, der Autocross-Europameister, dein Daddy ist dabei. Ist das schwer, wenn man so jemanden hat, der da schon riesige Erfolge da irgendwie eingefahren hat? Fühlt man sich da unter Druck gesetzt oder bist du ganz entspannt? Ne, darin bin ich ganz entspannt. Also kann man nur Tipps geben, immer nur helfen bei den Rennen dabei, was er an Erfahrung hat, kann er nicht halt lernen. Mir fehlt noch ein bisschen Erfahrung. Ich schätze nicht, dieses Jahr erst fahren mit dem Spezial. So kann er mir viel helfen dabei. Ne?
Du hast schon darauf hingewiesen auf dein Auto. Es ist ein neues Auto. Es sieht ein bisschen anders aus als die Fahrzeuge, die wir so von der Stange hier kennen. Erzähl uns ein bisschen was. Hat es wieder mit dem Grundmodell Spitznagel zu tun? Hat gar nichts mit Grundmodell Spitznagel zu tun. Nur der Bügel ist davon. Also den Rest haben wir alles über ein Jahr so alles selber gebaut. Eigene Aufhängungen alles gemacht und alles selber konstruiert. Aber sogar auch die Karosserie alles selbst konstruiert. Ja, Kompliment. Also die Karosserie wirkt ganz hervorragend, so ein bisschen angelehnt an ehemalige französische Spitzenautos, das muss ich schon sagen. Das ist super. Jetzt erzähl uns ein bisschen was zur Motorisierung. Motorisierung, ja, ist eine Hayabusa drin, Suzuki Hayabusa. Haben wir jetzt in der Woche ein bisschen umgeschraubt gehabt, ein bisschen mehr Leistung, mal gucken. Bis jetzt klappt es gut, Motor hält bis jetzt noch. Hoffen wir, dass es weiter so geht, ne? Genau, jetzt ist es ja so, ne? Du hast schon ein bisschen was Erfahrung gesammelt, das haben wir ja schon gemeinsam festgestellt. Spezialkurs sieht es ja auch von außen schon recht gut aus, also fühlst dich ja nicht unwohl in diesem Gerät. Was ist das Ziel? Das Ziel ist einmal Europameisterschaft zu fahren. Ganz klar habe ich mir das Ziel gesetzt und auch einmal vorne mitzumischen und vielleicht einmal den EM-Titel zu nehmen. Ne? Aber die Zeit, ich brauche noch Zeit dafür. Ja, Zeit werden wir über die Jahre bestimmt schon kriegen. Aber dieses Jahr für 2009 ganz klar auf dem Programm Deutsche Meisterschaft. Ganz genau, ganz klar. Deutsche Meisterschaft. Hab mir das erste Rennen in Höchstadt bin ich gefahren. Lief nicht so gut, bin ich schüchtern gefahren. Lief besser. Habe ich mir vorgenommen, die ganze DM zu fahren, weil es ja von der Punktetabelle gut aussah. Habe ich halt festgenommen, nur die DM zu fahren. Okay, dann bleib so cool, bleib so jung und ja, okay. Dann bin ich sicher, dass wir uns in der Autocross-Europameisterschaft sicherlich über den Weg laufen. Schaust du fleißig Mediasport? Ja, schaue ich fleißig. Gefällt's dir? Die Konkurrenten an von der EM mal, irgendwann. Alles klar, dann leg das nicht ab und ich drück dir für heute die Daumen. Grüß deinen Daddy. Ja, mach ich. Ciao. Ciao. Genüge.